Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ja, wir sind im letzten Part hier in der San Juan Kirche angekommen und haben gerade erfahren von der Freundin der lieben Abby, dass sie eben auch an diesen Steingesichtern arbeitet und nie diese Krypta gefunden hat, die sie angeblich bewachen. Und gleichzeitig haben wir auch noch eine kleine Nebenmission angefangen. Und zwar wird eine Isa vermisst, die nach einem Streit abgehauen ist und nach einem Grab in der Krypta sucht, von denen die anderen eben denken, dass es nicht existiert. Und ja, zudem sind wir hier in dieser Wolfshöhle angekommen und wurden direkt mal angefallen von den netten Tieren. Aber wir haben es eigentlich überlebt und ja, haben jetzt ein bisschen Fell dabei. Was natürlich auch ganz gut ist für Upgrades und Outfits. So. Den hier kann ich noch ausnehmen. Den kann ich nicht, weil ich schon alles voll habe. Dann gehen wir wieder zurück. Das war eher weniger beabsichtigt, dass wir hier auf die treffen, aber wieso denn nicht, ne? Ich finde es gut, dass die uns aber nicht instant umbringen, sondern einfach nur... sondern einfach nur so kriegt mir Wert auslösen. Yo eso. Era un cóndor. Magnífica, ¿sabes? Ah, ich muss ihn verpasst haben. Algunas personas de por aquí creen que son un buen presagio, pero solo son aves. Die Leute glauben gern, dass gute Dinge geschehen. Y eso está bien, mientras no tengan tanta esperanza en ello. Das stimmt. Karte aktualisiert. Kondor. Ich weiß nicht genau, was uns das bringt. Das hatten wir ja mit einem Dorf auch, mit dem Adler. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bringt. So. Na komm. Da können wir das gar nicht drauf. Okay. Schade. Da haben wir hin. So. Ernsthaft. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das. Ah! Hallo! Süß. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was haben wir hier? Ein bisschen Gold. Guten Tag. Escuchó eso? Ich höre nichts. Exacto. Debe estar cerca. Er? La Emperatriz Jaguar. En cuanto aparece, los demás animales se callan. Na geil. No hay necesidad de atraer su atención, ¿verdad? Richtig. Sollten wir dann nicht auch leise sein? Kaiserin Jaguar. Das hört sich ja gut an. Mensch. Oh, na, ich war gerade sehr schön. Ich kann nicht mehr tragen. Da vorne sollte sie sein, okay. Und hier soll irgendwo ein Dokument sein. Das ist Jade. Kein Dokument. Moment. Direkt neben mir. Disculpeme, señorita. Oben oder was? Ah ne, hier. Hm. Tagebuch des Tesseranos 13. 18. Dezember 1604. Ich habe dieses Tagebuch viel zu lange vernachlässigt. Der Aufbau der Mission nimmt uns vollkommen in Beschlag.
Jeden Tag treffen mehr Menschen ein. Einheimische Dorfbewohner, die konvertieren wollen, kriegsmüde Soldaten und andere, deren Glaube durch die lange, gefährliche Reise durch den Dschungel auf die Probe gestellt wurde. Sie alle werden von Lopez' Botschaft der Reinheit durch harte Arbeit angelockt. Wir arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und anschließend verbringt Lopez oder Angel de la Cruz, wie er sich jetzt nennt, den Abend mit Predigten über den Zweck dieser Mission. Den Auserwählten auf die Probe zu stellen. Er ist jetzt deutlich ruhiger und falls er noch immer glaubt, von etwas verfolgt zu werden, behält er es für sich. Morgen beginnen wir mit dem Bau der Bibliothek, in der die Schatulle sicher aufbewahrt werden wird, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem der Auserwählte sie findet. Tja, und ob wir das sind, wir werden es sehen. Neues Basislager entdeckt, Flussufer, sehr gut. Ich bin froh, dass Jonah noch lebt. Er findet so leicht Freunde. Ich wäre vermutlich zur Mission gelaufen. Aber Jonah, er fragt Abby einfach, ob sie uns herbringt, und sie sagt ja. Ich hoffe, wir sind am richtigen Ort und finden die Schatulle vor Trinity. Das Erdbeben hat letzte Nacht die Ölanlage getroffen. Und jetzt ist da ein Vulkan. Bricht dort die nächste Katastrophe aus? Wir müssen das alles beenden, bevor diese Stadt wie Cozumel endet. Ach, es ist auch so klar. Die Waffe ist halt deutlich schlechter, als die wir dir gerade gekauft haben. Nein, ich glaube, das alles nicht. Aber nee, warte mal mit, wir hatten die ja gekauft, ne? Ja, die ist trotzdem schlechter. Ja. Sehr gut. Also die rüste ich sowieso erstmal wieder aus. Also die ist schon ausgerüstet. Die ist auch so gut. Und Pugahooks Bogen ist sowieso der beste. Würde ich behaupten. Jo. Ist und bleibt der Beste. So. Wir können die auf jeden Fall upgraden. Was haben wir denn hier? Weniger Rückstoß. Okay, das ist jetzt nicht so das Ding. Das können wir auf jeden Fall nochmal upgraden. Moment. Hier. Noch mehr Schaden, das hört sich gut an. Und schneller nachladen. Sehr geil. Waffe komplett geupgradet. Sehr, sehr gut. So, dann können wir sie aber trotzdem hier upgraden. Sehr gut. Dann machen wir es einfach mal. Wenn es geht, warum nicht? Wie viele Ressourcen haben wir denn? Damn. Alles upgraded. Easy going. Die war auch fertig. Wir haben alle unsere Waffen durch. Nee, nice. Aber die hat sogar keine Upgrades. Gut, macht doch Sinn. Der ist ziemlich stark. So. Wir können ja mal für die ganzen Sachen herstellen, ne? Warum eigentlich nicht? Müssen sie ja nicht tragen. Aufgetakelt. So. Nadel und Faden. Sehr schön. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen. Was bringt uns das hier eigentlich? Ausdauer hält lange an. Reduziert erlittenen Schaden durch Nahkampfangriff. Ja gut, Nahkampfangriff haben wir eh kein großes Problem mit. Obwohl, gut, die einen Viecher da hatten doch schon, war schon doch nicht so nice, aber ne. So, wir brauchen länger. Wahrnehmung hält länger. Nichts, okay. Was machen wir? Weniger Nahkampf oder weniger Entdecken? Bin mir ehrlich gesagt nicht genau sicher. Ich glaube, ich war beim Nahkampf. So. Lautes Bewegung ist leiser. Natürlich Ressourcen. Bonus für nicht lautlose Kills. Gut, dann nehmen wir hier. Die hier. Mit lautloser Bewegung.
Sehr gut. So, die hier oben kennen wir ja alle soweit. Wir könnten natürlich jetzt auch hier als Angel of Darkness rumrennen, aber ich glaube, ich lasse es mal. So, Fähigkeiten. Haben wir 4 Fähigkeitenpunkte. Sehr gut. Wir haben auch schon fast alles upgradet, ne? Gut, wir sind auch gerade, glaube ich, bei 50% oder so des Spiels. Oder zumindest war es beim letzten Mal laden so. Das ist gut. Hä? So, freischalten. Achso. Ach, die habe ich noch gar nicht. Ups. Erschütterungspatronen. Er betäubt Gegner kurzzeitig, hilft ihnen, sich zu verstecken. Geil. Betäubung der Boa. Wählen Sie mit 4 die Schrotflinte aus. Halten Sie mit der Maustaste zur Herstellung von Erschütterungspatronen. Mit der Schwarzwurf und Bergungsgut. Betäubt Feinde. So, und Furcht des Jaguars haben wir auch schon. Aber wie gesagt, wir sind beim letzten Mal laden, waren wir knapp bei 49%. Beziehungsweise wir waren bei 49%, 49, irgendwas. Und wenn man dann noch abrechnet, die ganzen Dokumente und so, die noch dazukommen, die wir jetzt noch ausgelassen haben, dann sind wir doch schon ziemlich weit im Spiel vorangeschritten. Oh, wir sind so gefunden. Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Aber, ja, müssen wir mal gucken. Ich meine, ich spiele das Spiel gerne, also ich habe nichts dagegen, wenn es noch ein bisschen länger geht. So, erstmal holen wir uns diesen Monolithen hinten ab. Mal schauen, ob wir den vielleicht freischalten können. Es wäre cool, dass sie diese Sachen über ihren aktuellen Outfit trägt. Also diesen Umhang und so, dass sie halt nicht so eigene Outfits sind, sondern so ein bisschen kombiniert mit dem Original-Outfit. Finde ich irgendwie cool. Was ist denn hier? Ach, guck mal. Wow. Sehr schön. Ein Artefakt. Altes Buch. Ein Gebetsbuch. Dieses in Leder gebundene Gebetsbuch scheint aus dem späten 16. Jahrhundert zu stammen. Es ist bemerkenswert gut erhalten. Ja. Das stimmt. Gut, es war auch anscheinend hier ziemlich lange eingesperrt, ne? Neues Lager ist Basislager, der Turmruinen. So, gleich wieder hinsetzen, einfach damit sich das speichert. Was war das? Wir stellen ein paar von diesen besonderen Munition her. Sehr gut. Hallo? Please leave me alone. Ne? Großartig. Wo? Gehen wir gerade aus dem... Ja, wir gehen gerade zu der Kaiserjägerin hin. Keine gute Idee, aber was soll's, wenn wir schon mal hier sind. Ich komme hier hoch. Achso, geh durch. Na komm, geh da durch, Lara. Da muss es lang gehen. Geh da durch. Als ob du da jetzt nicht durchgehst. Dein Ernst? Das packt doch gerade nur, oder? Ich meine, da geht es ja offensichtlich weiter. Oder muss ich da irgendwie drüber? Hä?
Es geht hier offensichtlich weiter. Nun. Schade. Ja, ich müsste hier einfach nur durch. Aber kann ich nicht. Valaris, ich denke, nö. Gar keinen Bock. Kann ich irgendwie anders lang? Was ist mit dir? Oh, guck mal. Sehr gut. Jetzt geht sie auch schon wieder in Kampfposition, aber ich komme halt nicht rüber. Das ist das Problem. Ich sehe schon, wie mir das Vieh gleich entgegenspringt. Ich komme halt nicht durch, das ist das Problem. Backt es gerade einfach nur, oder? Ist das so gewollt? Ich sehe sie. Kommt sie? Unbekannte Position. Nahrungsschaft freigeschaltet. Warum? Ach so, ich weiß wieder, was das war. Das war, dass Feinde mich so oft wieder verloren haben, nachdem sie mich gesehen haben. Jetzt geht sie durch. Meine Güte, hat ja auch nur 50 Jahre gedauert. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh. Das sind ein paar mehr. Was ist das? Was ist das? Sieht so aus. Das ging ja einfacher als gedacht. Sehr gut. Hier könnte ich mich theoretisch mit Schlamm bedecken, aber ich wüsste nicht warum. Da ist ein Hirsch. Hallo. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Das wäre ziemlich easy eigentlich. Wo ist der andere? Hä? Hat hinten. So. Sehr gut. Immer ein bisschen Jago mitnehmen ist ganz gut. Na ebenso die Kaiserin ausgeschaltet. Mehr tragen. Möchte ich vielleicht so einen Hirsch ausschalten? Ich glaube schon. Einfach nur, weil es hier rum existiert. Na, wirst du wohl stehen. Nicht abhauen. Na, du... Entschuldigung. Ich würde wissen, ob mich irgendwas bringt, was ich brauche. Jetzt komm noch her. Mensch. Alles voll. Nein, das hier. Nicht mehr tragen. Na komm. Na komm. Na? Na komm. Bitte. Du bist jetzt so kurz vom Tod, jetzt kannst du aber eben noch rauskommen. Du leidest doch nur, wenn du jetzt so weiter rumrennst. Ja, komm. Ach, das ist doch ein Witz. Nein. Ach, nö. Mensch. Spawnt der immer wieder neu, oder was? Jetzt habe ich ihn. Bringt da irgendwas Besonderes? Nee, der bringt einfach nur... Okay. Ich wollte nur wissen, ob du irgendeinen besonderen
irgendeinen besonderen Stoff gibt. Oder Leder gibt. Fell, whatever. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So. Wunderbar. Ach, was liegt hier rum? Das war Hunters. Ich weiß nicht, ob ich so ein Tier schon mal jemals mit dem gesehen habe. Gut. Ich würde aber erstmal sagen, ich mache ja meinen Cut für diesen Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Shadow of the Tomb Raider. Und bis dahin sage ich einmal ciao.